Unser nächster Vortrag betrifft nochmal unmissverständlich Digitalisierung innerhalb des kaufmännischen Prozesses. Und wer das Handwerk kennt, und ich sagte ja eingangs, ich habe das erlebt, überhaupt das Computer, Software ins Handwerk zu transportieren, der weiß, wie ungern im Handwerk kaufmännische Themen abgewickelt werden. Denn ein Handwerker ist einer, der seine Arbeit mit der Hand macht, der am technischen Produkt hängt und nicht an irgendwelchen kaufmännischen Lösungen. Und hier hat die DATEV seit Jahren hier eine wichtige Stellung eingenommen, sich immer näher an diesen Bereich rangearbeitet. Und ich selber bin ja auch Mitglied bei den deutschen Handwerksjournalisten. Und wir hatten vor 4 Jahren bei unserer Jahresversammlung in Berlin auch einen DATEV-Vertreter da, der uns damals die Fiktion des papierlosen Büros vorgestellt hat, wie weit es geht und wie weit es ist. Und jetzt bin ich mal neugierig, wie weit ist es denn mit dem papierlosen Büro? Wie weit kann DATEV über ihre Bilanzierungsthematik und die Betreuung über die Steuerberater hinaus hier kleinen mittleren Unternehmen im kaufmännischen Prozess helfen? Ich begrüße recht herzlich Herrn Weinmann. Grüße Sie, hi. Hallo, grüße Sie herzlich. Schönen Tag. Und meine Damen und Herren, Herr Weinmann ist hier Unternehmensberater und unter anderem für den Bereich Kammern zuständig und Branchenverbände. Er weiß also, worüber er spricht. Er kennt die Nöte vor Ort. Ah, und jetzt soll er uns einfach mal in die Thematik einführen. Sie haben Zeit. Bitte schön. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ja, ich bin gespannt und hoffe, dass ich das, was Sie angekündigt haben, jetzt auch umsetzen und zeigen kann. DATEV, digitale kaufmännische Prozesse im Handwerk. Wir haben ja heute schon vielfach über Digitalisierung, kaufmännische Geschäftsprozesse gesprochen. Deswegen schauen wir doch einfach mal ein bisschen ins Steuerrecht rein an der Stelle. Ich möchte ein paar Worte trotzdem noch zu DATEV verlieren an der Stelle. Stell das Unternehmen gerne einmal vor. Sie sehen es, das Unternehmen ist eine Genossenschaft und das ist ganz wichtig. Wir sind kein klassisches Unternehmen, sondern die Genossenschaft des steuerberatenden Berufsstandes. Das heißt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sind unsere Mitglieder, unsere Genossen. Und Sie sind unter Umständen mit Ihrem Betrieb, mit Ihrem Handwerksunternehmen direkt oder indirekt angeschlossen an uns als DATEV. Sie sehen, 2,5 Millionen zufriedene, hoffe ich doch, Mittelständler, also Unternehmen, die mit DATEV, mit unseren Lösungen arbeiten. Es wurde vorhin gesagt, beim Vortrag von Wirth, ein paar tausend Kunden, also 2,5 Millionen sind es in der Tat, die mit unseren Lösungen arbeiten. Über 50 Jahre schon am Markt und insbesondere da natürlich beim Handwerk, bei der Industrie, beim Handel vertreten, bei den kaufmännischen Prozessen. 2, 3 Sätze zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Weimann, ich bin Betriebswirt von Hause aus, komme aus Berlin und betreue die Unternehmenskammern und Branchenverbände. Das bedeutet, wenn Sie von Ihrer Handwerkskammer vielleicht mal eine Einladung bekommen zu einer Informationsveranstaltung rund um Digitalisierung, GOBD, Kasse, IT-Sicherheit, das sind alles Themenfelder, die wir bespielen. Und dort reise ich dann auch durch die Republik zu den Handwerkskammern und halte Informationsveranstaltungen, Vorträge, 1,5, 2 Stunden. Nicht so kompakt und knackig wie heute, sondern da haben wir ein bisschen mehr Zeit, auch über die Prozesse, über die Programme und die Lösungen durchaus zu sprechen. Wir haben ganz viele tolle Beispiele heute schon gehört, gesehen, mitbekommen, dass beim Handwerk natürlich die Wertschöpfungskette, ja, alles was rund um das Produkt, wie wird das Produkt hergestellt, wie entsteht es, wo setzt der Kunde an, welche digitalen Möglichkeiten gibt es dort bereits, dass wir da ganz tolle Best-Practice-Beispiele haben, ob es jetzt irgendwo beim Schreiner ist, ob es um die Herstellung irgendwie oder das Design von einem Bad, von einem Möbelstück geht. Da gibt es ganz, ganz tolle Dinge. Ich glaube, so eine VR-Brille hat inzwischen auch fast jeder mal auf dem Kopf gehabt. Ja, also ich finde es sehr spannend, das zu sehen, wohin die Reise da geht. Also ich denke, da sind wir gut aufgestellt. Wertschöpfungskette. Ne? Aber aus unserer Sicht geht es ja um die kaufmännischen Prozesse. Ja? Und die Frage ist, wie steht es denn um die beim Handwerk, bei kleineren mittelständischen Unternehmen.
teilweise, wir haben es gerade noch mal gehört, papierloses Büro durchaus schon sehr gut. Ja, da werden sukzessive die Prozesse umgestellt Richtung digital. Man schaut, wie man mit elektronischen Rechnungen umgeht. Dazu habe ich gleich auch noch ein paar Beispiele dabei. Aber wenn man ehrlich ist, das papierlose Büro im Sinne von, bei uns sieht es gar nicht mehr so aus wie hier, dass man noch die Stapel hat. Ne? Man kennt es, dass man den Pendelordner vielleicht in die Steuerkanzlei gibt, dass man Jahresabschluss über einen großen Schuhkarton oder gar Umzugskarton macht mit Belegen, mit Papieren. Das ist vielfach noch im Umbruch. Ja? Also viele Betriebe, auch aus dem Handwerk, versuchen das gerade so sukzessive umzustellen, nähern sich der Thematik schon an, papierloses Büro, aber so weit sind wir lange, lange noch nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich und offen sagen, ganz papierlos wird es sehr wahrscheinlich sowieso nicht werden. Denn wenn wir uns Mietvertrag, einen Arbeitsvertrag anschauen oder alles, was der Notar unterzeichnet, vom Bauchgefühl, sowas würden wir sowieso nie ersetzen. Ne? Ersetzende Scannen, dazu komme ich gleich auch noch, sondern das sind so Unterlagen, die möchte man einfach bei sich im Original behalten. Wie kann denn ein digitaler Geschäftsprozess, ja, aus Sicht der kaufmännischen Abteilung, also alles, was in Richtung Belegwesen, Steuern, Zusammenarbeit mit Steuerberater und Steuerberater geht, wie kann denn sowas aussehen? Ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht, in welche Richtung das gehen kann. Sie sehen im Zentrum dort unsere DATEV Cloud-Lösung, ja, für Unternehmerinnen und Unternehmer, auch im Handwerk sehr beliebt. Ich schmeiße mit dem Begriff Cloud jetzt einfach mal so um mich, weil wenn man übers Gelände hier geht oder auch Wirt gehört hat, die Telekom gehört hat und andere, inzwischen ist die Cloud ganz anders angenommen. Ja, vor 2-3 Jahren, wenn man über Cloud Computing gesprochen hat, hatten alle ein komisches Bauchgefühl, muss man offen sagen. Die meisten nach einem Cloud, verstehe ich nicht, kenne ich nicht, kommt von Klauen, ja, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich gebe meine Daten in irgendwelche Wolken, weiß nicht, wo sie sind. Ist schwierig, vom Bauchgefühl war und ist es schwierig, aber wir sehen dort definitiv einen Wandel. Ja, wir spüren, dass die Cloud als solches viel mehr und besser angenommen wird. Warum? Cloud Computing ist nichts anderes als ein gut funktionierendes Rechenzentrum. Ich habe meine Daten, liegen in einem Rechenzentrum. Darum geht es. Ja, und das Entscheidende beim Cloud Computing und damit ein gutes Gefühl zu haben, ist einfach, wo liegen die Daten, wer ist der Anbieter, wer betreibt dieses Rechenzentrum. Das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Also in der Mitte, da hat das Unternehmen Online als zentrale Plattform für den Handwerksbetrieb, um mit der Kanzlei, mit Steuerberater und Steuerberater zu kommunizieren und direkt digital dann auch die Buchungsprozesse anzustoßen. Ja, also man spart sich sehr, sehr viel an Prozessen, an Zeit, definitiv dann auch an Kosten. Was kann das denn beim Handwerk sein? Wir haben von Wirt den super Vortrag gehört, wo es um, ja, die einzelne Schraubenpackung ging. Ja? Diese Schraubenpackung, die irgendwo ja abgerechnet, irgendwo in die Buchführung übertragen werden muss. Und es gibt vielfältige Möglichkeiten heute schon zu sagen, ich habe den Papierbeleg, möchte ihn aber nicht als Papierbeleg durch den gesamten Prozess abzeichnen, stempeln, freigeben, buchen, festschreiben, ja, durchdeklinieren bei mir im Handwerksbetrieb, sondern ich möchte ihn direkt digital verarbeiten. Ja, Sie sehen, Belege und Dokumente können hochgeladen werden über Möglichkeiten wie Uploadmobil. Ja, Dokument Uploadmobil bedeutet auch, mit dem Smartphone kann ich die einzelne Tankquittung, den einzelnen Beleg vom Milcheinkauf oder was auch immer für die Mittagspause sofort hochladen, abfotografieren, hochladen und verarbeiten. Ja. Lohnstamm Bewegungsdaten, dazu komme ich gleich noch. Und auf der anderen Seite der Medaille sitzt quasi die Kanzlei. Die kann sofort mit dem, was sie dort hochladen und über die Plattform zur Verfügung stellen, ja, eine Buchung anstoßen, beziehungsweise je nachdem, wie ihre Prozesse aufgeteilt sind an der Stelle, einen konkreten Zahlungsvorschlag machen, den sie nur noch nach ihrem Freigabeprozess entsprechend per Klick bestätigen und direkt aus dem Programm dann auch eine Überweisung tätigen können. Ja. Auf der anderen Seite ein ganz großer Vorteil, das Thema Auswertungen. Ja, Sie brauchen vielfach, wenn es um Kredite geht oder andere Auskünfte, Sie sind bei Banken, brauchen Sie ein tagaktuelles Controlling. Ja, das kann mit analogen Prozessen eigentlich nicht geleistet werden. Ja, das ist meist nur der Blick in den Rückspiegel. Sie kommen dort mit Zahlen bei der Bank an, die eigentlich schon nicht mehr relevant sind. Anders ist es bei der digitalen, ja, Belegbearbeitung. Tagaktuell kann dort die Kanzlei natürlich auch ein Controlling für Sie zur Verfügung stellen, digital. Und diese Auswertung können Sie verwenden, für welche Zwecke auch immer.
Bevor wir da nochmal konkret reingehen, auch in den Bereich elektronischer Rechnung, möchte ich gern zum Arbeitnehmer nochmal kommen. Das ist so ein ganz kleines Rädchen nur, was Sie, wenn Sie Ihre Lohnbuchführung beispielsweise über die DATEV machen, auch einfach digitalisieren können. Als erster Schritt. Schmerzt nicht und geht ganz schnell. Wie schaut das Ganze aus? Ich habe es natürlich auch sofort gemacht, als es mir ermöglicht wurde vom Arbeitgeber. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr den Brief bekommen. Ja, ich will den nicht mehr aus dem Briefkasten holen, den aufmachen, den Umschlag wegwerfen und irgendwo die Lohnabrechnung bei mir im Ordner abheften. Nein, möchte ich nicht, macht mir keinen Spaß. Klasse, jetzt gibt es die Umstellung auf Arbeitnehmer online. Das bedeutet, ich bekomme jeden Monat pünktlich auf den Stichtag die E-Mail-Benachrichtigung, dass meine neue Lohnabrechnung in diesem Portal liegt. Ich melde mich an, ja, das geht ganz, ganz einfach und lade diese Lohnabrechnung runter und habe sie dann in meiner eigenen IT-Infrastruktur. Was ich dann damit mache, ob ich es dann wiederum in meine private Cloud lade, schiebe in einen DMS, ob ich einen zweiten Server habe oder vielleicht auch einfach nur eine externe Festplatte, das bleibt mir natürlich überlassen. Bei Ihnen ist es als Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich ein bisschen anders, wie Sie mit steuerrelevanten Daten umgehen. Aber das als praktisches Beispiel, wie leicht man zum Beispiel das Thema auch Abrechnung der Arbeitnehmer hier digitalisieren kann. Wie sieht es jetzt aus mit den Eingangs- und Ausgangsrechnungen? Das ist das, was den Handwerksbetrieb die meiste Zeit des Tages, sage ich mal, umtreibt. Ja, es kommen immer ganz, ganz viele Eingangsrechnungen. Auf der anderen Seite hat man glücklicherweise auch viele Ausgangsrechnungen, die man schreiben kann. In den allermeisten Handwerksbetrieben gibt es dafür noch die klassischen Pendelordner oder die dicken Ordner, wo man das chronologisch sauber natürlich abheftet, lagert, ne, dann wird es verbucht, kommt irgendwann dann in ein Papierarchiv, was im Zweifel schon einen ganzen Keller füllt oder zumindest ein, zwei Räume. Das ist Platz und das ist Aufwand, das muss eigentlich nicht sein. Wie kann man das Thema Eingangs-Ausgangsrechnung vielleicht zukünftig anders angehen? Welche Möglichkeiten gibt es dort an der Stelle? Bevor wir darüber reden, was Sie aktiv machen können, wie Sie es steuern können und welche Vorteile das hat, vielleicht nochmal auf die andere Seite der Medaille. Sie wissen und kennen, dass Sie teilweise ja elektronische Rechnungen bereits verarbeiten müssen. Sie kommen ja gar nicht mehr drum rum. Ja, Ihre Geschäftspartner, ne, große Telekommunikationsunternehmen zum Beispiel, schicken Ihnen plötzlich oder haben diesen Prozess umgestellt und sagen, ab heute gibt es nur noch elektronische Rechnungen von mir. Es gibt keine Papierrechnung. Und je nachdem, um welchen Geschäftspartner es sich handelt, haben Sie vielleicht dort die Möglichkeit zu sagen, ich will aber weiter in meinem analogen Prozess bleiben, vorerst zumindest, bitte schick mir doch wieder eine Papierrechnung, so wie früher. Was sagt derjenige dann? Wenn Sie Glück haben, na gut, machen wir. Ja, dann zahlen Sie aber bitte 3 Euro Bearbeitungsgebühr beispielsweise pro Rechnung. Auch nicht so toll. Oder der sagt nach dem Motto, friss oder stirb, nö, wir haben umgestellt, wir sind nur noch digital unterwegs und du musst jetzt bitte diese elektronische Rechnung so verarbeiten, wie sie ankommt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, ansonsten müssen wir uns hier trennen, müssen sich unsere Wege trennen. Ja? Also das sind teilweise die Alternativen und vielleicht als Ausblick an der Stelle auch in die Zukunft, ab Ende nächsten Jahres wird es auch bei öffentlichen Ausschreibungen, ja, das heißt bei Aufträgen, die von Regierungen, Städten, Kommunen kommen, ja, die auch für Sie als Betrieb natürlich interessant sein können, verpflichtend sein, dass Sie diese elektronischen Dokumente, Unterlagen bis hin zur Rechnung verarbeiten können und auch so kommunizieren. Da werden keine Briefe, keine Papierunterlagen mehr akzeptiert. Ja, das ist zumindest das Ziel. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also, Sie merken schon, man kommt um das ganze Thema ohnehin nicht mehr drum herum. Und sobald Sie die erste elektronische Rechnung erhalten haben und dann auch bezahlen, ja, sind Sie in dem Thema GOBD drin und müssen diese Rechnung im Original revisionssicher archivieren. Was das bedeutet, sehen wir uns gleich noch an. Also, Sie sagen, ich möchte das Thema vielleicht proaktiv angehen. Ich schaue mir mal an, was wären die Vorteile von einer elektronischen Rechnung, wenn ich sie bei mir anders verarbeite, nämlich digital, als wenn ich sie bekomme. Es kommt ein Eingangsstempel drauf, ein Textmarker, es wird freigegeben und dann wird alles abgetippt händisch. Wenn Sie sagen, möchte ich nicht mehr, was gibt es für Alternativen? Naja, online das Ganze, beispielsweise ein Unternehmen online hochzuladen und Sie zahlen direkt vom Belegbild. Das bedeutet, die Systeme lernen, die erkennen, was auf diesem Beleg drauf ist. Ja, das ist die sogenannte OCR-Texterkennung, die dort im Hintergrund mitläuft. Und Sie sehen hier bei diesem Beispiel, dass die Felder grün hinterlegt sind. Da sieht er ganz eindeutig, ja, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Rechnungsbetrag, das liest er aus, automatisiert. Sie müssen nichts mehr abtippen, es sei denn, ne, die Rechnung ist vielleicht in einer etwas komischen Schriftart oder nicht so sauber, dann kann es sein, dass er Ihnen
über die Farbe Bescheid gibt, schau doch mal nochmal drüber, ob das hier alles passt, und Sie korrigieren es händisch. Ansonsten vorausgefüllt, vorerfasst an der Stelle. Enormer Vorteil, spart viel Zeit an der Stelle. Trefferquote um die 80-85%, ja, mit dieser OCR-Texterkennung. Ein zweiter Step, eine zweite Alternative ist, auf das sogenannte Zugpferdformat zu setzen. Auch das wird zukünftig von der EU, von der Bundesregierung weiter gepusht. Das Thema elektronische Rechnung, ne, ergänzt um den sogenannten, um die sogenannte XML-Datei, also den Datensatz, woraus besteht diese Rechnung, was stehen dort drin für Zahlen, ja, dass man den quasi mit dranhängt an die PDF, an das PDF selber, und Sie haben dann zwei Rechnungen in einer, nämlich einmal die Rechnung, die Sie automatisiert auslesen lassen können, ja, und zwar mit einer Trefferquote von nahezu 100%. Und Sie haben ganz normal die PDF-Rechnung, wie Sie sie normal auch sehen, die können Sie ausdrucken und können Sie machen, was Sie möchten. Ja, Zugpferd kann man sich ganz gut merken, finde ich, als Abkürzung. Was sich dahinter verbirgt, werden Sie mir nicht glauben. Zugpferd bedeutet zentrale User Guidelines, Forum elektronische Rechnungen Deutschland. Okay, also eine ganz klassische Abkürzung, wie wir sie in Deutschland kennen und lieben. Das ist auf Initiative der Bundesregierung eben auch gewachsen, dass man sich gesagt hat, man möchte ein zentrales Rechnungsformat haben für elektronische Rechnungen, mit dem alle Unternehmen, Kleinst-, Mittel-, Großunternehmen arbeiten können, ja, und das den ganzen Prozess eben deutlich vereinfacht und verschlankt. Also PDF-Dokument, integrierte XML-Datei, die auslesbar ist. Ja, und die Trefferquote eben deutlich höher. PDF A3, was bedeutet A3 in dem Kontext? Das ist ein PDF-Dokument, was archivierfähig ist. Ja, das A3 steht für archivierfähig. Genauso ist dieses Dokument eben nicht leicht manipulierbar. Sie wissen, wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man, ne, neben Word und Excel auch ein PDF-Dokument natürlich problemlos verändern nachträglich. Das ist mit einem PDF A3 nicht so leicht möglich. Wenn Sie jetzt eine elektronische Rechnung im Zugpferdformat bekommen, verarbeiten oder gar versenden, perspektivisch, ja, dann ist auf beiden Seiten der riesige Vorteil. Es wird sofort ausgelesen durch die Daten, die hinten dranhängen, 100% Trefferquote nahezu. Und Sie können, je nachdem, welches Programm Sie verwenden, in dem Fall hier bei der DATEV, dann auch direkt eine Überweisung tätigen aus dem Programm. Es wird also die Rechnung erkannt. Er macht einen Zahlungsvorschlag. Ja, Sie schauen noch einmal drüber, passt das soweit, gleichen es natürlich ab mit Ihrem Vier-Augen-Prinzip oder was Sie für einen Prozess haben bei sich im Betrieb und sagen dann, bitteschön, vorerfasst, haben Sie die Bankdaten, die Bank ist auch mit angeschlossen über die Schnittstelle und Sie können direkt die Überweisung tätigen aus dem Programm. Ja, macht das Ganze natürlich deutlich schneller, deutlich zügiger. Ein anderer Aspekt ist jetzt die Frage, Sie steigen um, Sie stellen um, vielleicht zukünftig. Was machen Sie da dann mit Ihrem Archiv, mit Ihrer Archivfläche? Das sind alles alte Belege, alte Rechnungen, alte Akten. 10 Jahre Aufbewahrungsfrist, kennen Sie alle, nur mindestens 10 Jahre, sagt man immer so schön, je nach Veranlagungszeitraum können daraus auch mal schnell 11 oder 12 werden. Die brauchen Sie, die müssen Sie vorhalten, original, so wie sie sind, für den Betriebsprüfer. Was ist die Alternative? Sie könnten sagen, okay, ich bekomme ohnehin schon elektronische Rechnungen, also habe ich auch ein revisionssicheres Archiv für diese Dokumente. Ich habe sie nicht einfach nur auf meinem PC liegen, sondern habe dafür ein revisionssicheres Archiv. Dann darf ich auch Papier ersetzen, scannen. Das bedeutet, ich nehme Originalbelege, die 2, 3, 4 Jahre alt sind, scanne die ein, ja, schiebe sie in mein revisionssicheres Archiv. Das kann bei der DATEV Unternehmen online sein, das kann ein Dokumentmanagementsystem sein. Und sobald ich das getan habe und habe eine sogenannte Verfahrensdokumentation, in der ich diesen Prozess beschreibe, kann ich den Beleg wirklich in den Schredder legen. Ich kann den verbrennen, zerrupfen, was auch immer ich tun möchte. Ich weiß, ja, da schrecken einige auf und bekommen auch wieder Bauchschmerzen, kann ich total verstehen, weil man so einen Prozess einfach nicht kennt. Man geht immer auf Nummer sicher. Ja. Man fühlt sich einfach wohler dabei, auch wenn man weiß, man hat von der Bahn sein Bahnticket auf dem Handy. Ja, wer weiß, was mit dem Handy passiert. Manchmal druckt man sich das trotzdem nochmal aus. Eigentlich unnötig. Ja. Genauso, wie Sie ja wissen, Sie dürfen die Rechnung, die Sie elektronisch bekommen im Original, natürlich auch weiterhin ausdrucken, schön farblich markieren, machen ein paar Aufkleber drauf, geben diese Rechnung durch Ihren Buchführungsprozess. Ist nicht verboten, das können Sie weiterhin so machen. Das Entscheidende ist nur, dass Sie diese Rechnung im Original in jedem Fall aufbewahren müssen. Die darf nicht einfach in dem normalen E-Mail,
Postfach verbleiben und es reicht auch nicht aus, diese Rechnung einfach auf seinen Rechner zu ziehen, wie gesagt. Ja, warum? Weil in diesem GOBD, die ich hier als Abkürzung mal mitgebracht habe, ganz klar definiert ist, Sie müssen diese steuerrelevanten Unterlagen im Original revisionssicher aufbewahren. Mit Zeitstempel, mit Protokoll, dass diese Dokumente nicht mehr nachträglich geändert werden konnten. Ja, und das möchte der Betriebsprüfer heutzutage sehen. GOBD bedeutet Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung. Und das D steht für Digitalisierung und Datenzugriff. So kann man sich das vielleicht merken. Ja, und in diesem GOBD, Verwaltungsvorschrift vom Finanzministerium, gültig seit 01.01.2015, wurde genau das definiert und festgelegt. Also bitte achten Sie darauf, auch rückwirkend, wenn möglich, dass Sie diese ganzen elektronischen Rechnungen, die Sie im Original bekommen haben, ja, Sie können sie ausdrucken, aber das Original brauchen Sie. Da kann der Prüfer Ihnen das auf die Füße fallen lassen. Versuchen Sie da nochmal ranzukommen und die irgendwie zu überführen in ein Dokumentenmanagementsystem, in Unternehmen online oder andere Programme, bei denen ein Betriebsprüfer sofort sieht, okay, es gibt einen Zeitstempel und da drin kann ich die Dokumente nicht mehr ändern. Ja? Ebenfalls wichtig ist zu wissen, dass mit diesen GOBD, also den ganzen Buchführungsprozessen im Rahmen der Digitalisierung, für einen Prüfer, für das Finanzamt, nicht nur die einzelne Rechnung relevant ist oder eine Kasse, die Sie vielleicht im Einsatz haben im Handwerksbetrieb, sondern alle Vor- und Nebensysteme, die bei Ihnen digitalisiert sind, genauso im Zugriff sind für den Betriebsprüfer. Er hat das Recht, auf all diese Systeme zuzugreifen. Wenn Sie also eine mobile Zeiterfassung haben, was viele Handwerksbetriebe logischerweise tun und was auch Sinn macht, ja, also dass die Monteure draußen vielleicht auf ihrem Smartphone dann eine entsprechende App haben, wo sie die Zeiten mittracken. Wann bin ich morgens losgefahren, wann von der Baustelle zurück oder vom Auftrag. Dass all diese Daten, die sie elektronisch erzeugen bei sich, im Zugriff sind für Betriebsprüfer und die müssen sie genau in der Form aufbewahren, revisionssicher, wie sie sie erstellt haben. Ja? Und Sie sehen, da gibt es jede Menge von diesen Vor- und Nebensystemen. Ein ganz relevantes ist die Kasse. Und wir machen ganz viele Vorträge rund um die Kasse und stellen immer wieder fest, auch im Handwerk gibt es natürlich einzelne Handkassen, offene Lagenkassen, aber durchaus auch klassische Registrierkassen, je nachdem, in welcher Branche man tätig ist. Und mit dem Kassengesetz, was Ende 2016 verabschiedet wurde, ja, gibt es viele neue Möglichkeiten fürs Finanzamt und für die Betriebsprüfer, sich diese Kassen anzuschauen. Und die Anforderungen steigen massiv, leider Gottes. Ja, man muss die Kassendaten, wenn man sie elektronisch hat und vorhält, zum einen unveränderbar haben für diese 10 Jahre, das hatte ich schon gesagt. Sie müssen ein nachvollziehbares Verfahren haben, Prozessbeschreibung, Verfahrensdokumentation und Sie müssen diese Daten gegen Verlust schützen. Denn wenn mal ein Einbruch kommt, ein Hacker da ist oder es bei Ihnen brennt und die Daten sind weg, dann sagt der Betriebsprüfer, kein Backup, keine Gnade. Da muss er Ihre Buchführung verwerfen und schätzt hinzu. Und das wird meist recht teuer und ist nicht so schön. Ja. Was sind Lösungen? Wie können Sie mit diesen Kassendaten, wenn Sie eine Kasse haben, umgehen? Externe Datenträger, schwierig. Ne? So ein USB-Stick, eine externe Festplatte hält meist nicht so lange. Ja, zumindest nicht 10, 12 Jahre und revisionssicher sind die Daten dort auch nicht drauf. Also eher eine Serverlösung oder eben die berühmt-berüchtigte Cloud. Cloud-Lösungen gibt es im Moment massiv, also die Möglichkeit, in einem Rechenzentrum dann auch diese Kassendaten zu speichern, zu archivieren. Bei der DATEV ist das sogenannte Kassenarchiv online. Das kann übrigens jeder nutzen, egal ob er einen DATEV-Steuerberater hat oder nicht. Ja, ist frei zugänglich als Software, als Lösung zu sagen, ich habe meine Kasse, habe am Ende des Tages Kassendaten dort drauf und möchte die vielleicht nicht in der Kasse selber archivieren und mir den ganzen Aufwand machen, ne? Irgendwann ist der Speicher voll, ich brauche eine neue Festplatte, einen neuen Chip. Nein, ich ziehe diese Daten raus, GOBD-konform, und schiebe sie direkt in das Kassenarchiv der DATEV. Dann liegen diese Daten im Rechenzentrum der DATEV, sind dort verschlüsselt, Sie können jederzeit darauf zugreifen, ja, ein Betriebsprüfer auch, Ihr Steuerberater auch, aber Sie haben nicht das Thema, was passiert mit den Daten, wenn der Speicher voll ist, wenn mit der Kasse irgendwas passiert. Na, das wäre jetzt so der Schritt an der Stelle, ein Kassenhersteller. Sie können die Kassendaten manuell eintragen in dieses Kassenarchiv oder in der Ausbaustufe zukünftig sogar mit einer Schnittstelle direkt aus der Kasse in das Kassenarchiv diese Kassendaten übertragen. Sie landen dann im Unternehmen online, ja, und Unternehmen online vorerfasst dann das Kassenbuch. Sie sparen sich also jede Menge
Arbeitsschritte, Zwischenschritte und dieses vorerfasste Kassenbuch bekommt dann auch Steuerberater und Steuerberater gleichzeitig. Kann darauf zugreifen, kann mit ihnen kommunizieren und sie sparen sich quasi alles drumherum, was eine Kasse so mit sich bringt an Arbeit, an Aufwand, an Dokumentation, können das komplett digitalisieren und bei einem ja, vertrauensvollen Anbieter, würde ich mal sagen, als Datev im Rechenzentrum speichern und archivieren. Das soll es von meiner Seite schon gewesen sein. Ich habe die Zeit gut eingehalten, ein bisschen überzogen. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, auch gleich noch zu mir an den Tisch, an den Stand zu kommen. Und ansonsten, wenn Sie das ganze Thema Unternehmen online, wie funktioniert das mit dem Beleg? Wie kann ich den erfassen? Wie wird der ausgelesen? Wo sind da meine Prozessoptimierungspotenziale etc.? Möchte ich Sie ganz herzlich einladen, auch zu unserem großen Datev-Stand vorne am anderen Ende der Halle 17 hier. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen im Laufe des Tages und danke Ihnen erstmal für die Aufmerksamkeit. Schon mal gute Heimreise und ein tolles Wochenende. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Weinmann. Gibt gar nicht so viel zu sagen von meiner Seite. Im Gegenteil, es war sehr gut, es war übersichtlich und ich muss eben sagen, es war eben Datev, um es mal so zu formulieren. Da stehe ich ja. Positiv. Ja, ich auch, denn jahrelang haben Sie meine BAWs produziert. Genau. Und etc. Man merkt, hier ist ein System gewachsen, ein Haus, das sein Handwerk versteht und insofern fühlt man sich bei Ihnen in guten Händen. Deswegen, wer noch die eine oder andere Frage direkt an Herrn Weinmann hat, kann am Stand hier nebendran. Die anderen Kollegen, Referenten sind auch dort. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich, darf Ihnen ebenfalls ein kleines Giveaway geben. Ja, herzlichen Dank. Damit Sie weiterhin eng verbunden bleiben. Definitiv. Wunderbar. Und toi, toi, toi. Ganz herzlichen Dank. Schönen Tag. Wiedersehen.